Servus Leute, willkommen zurück zu Life is Strange. Beim letzten Mal waren wir dem Direktor gegenüber ehrlich und ich glaube, das wird uns viele Schwierigkeiten bringen. Aber jetzt wollen wir erstmal den Zickenkrieg eröffnen. Oh, look, it's Max Caulfield, the Selfie-Ho of Blackwall. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif-hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Ja. Oh, so ein leichter Regenbogeneffekt. Aber ich könnte ihr so eine klatschen, das glaubt ihr gar nicht. Wenn ich Frauen schlagen würde, aber ich schlag keine Frauen. Nie. Aber bei sowas, da bin ich manchmal echt verführt dazu, eine Ausnahme zu machen. Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Hast du davon? Das hast du so verdient. Kann ich es nochmal erhöhen? Ich habe Pech für dich, du Bitch, aber mir macht das gar nichts aus, das Wasser. Das wäre jetzt eine nette Rache, aber ich glaube, das ist doch etwas zu viel. Also sprich, dieser Victoria da den Farbeimer überkippen. Weil so weit würde ich persönlich dann doch nicht gehen. Weil es ist eine Sache, wenn jemand nass wird. Da, ich meine, ja, das kann trocknen, das ist nicht sonderlich schlimm. Aber Farbe geht aus Klamotten nur sehr schwer wieder raus. Ich habe auch eine Jacke, wo ich mich mal, weil ich nicht aufgepasst habe, angelehnt habe an einer frisch gestrichenen Wand und I ja. need to figure this out. Okay. Die Frage ist nur, was muss ich jetzt machen? Ich weiß gar nicht, wie weit ich überhaupt zurückspulen soll. Ah, okay, jetzt gehst du rauf. Moment, kann ich dich fragen? There goes Samuel da Vinci to paint the window. Moment mal. Nein, das hast du nicht ehrlich vor, oder? Du wartest, bis der Ersetzer hinhängt und dann schalt. Ja. Wahrscheinlich werden die Wasserspringer jetzt angemacht. Dann setzen die sich in Bewegung, stoßen gegen die Leiter oder so und der Eimer kippt auf sie runter. Das ist doch etwas zu übertrieben, ganz im Ernst. Aber wahrscheinlich muss ich das sogar machen. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Ich muss es doch nicht machen. Aber wie kriege ich die da jetzt weg? Weil die sitzen jetzt alle wieder im Weg. So, wahrscheinlich muss ich mich nochmal anbitchen Do you lassen. understand English? Get lost. Think, Max. Rewind and find something. I must have missed something. I should rewind. Moment mal, ich glaube, der darf den Eimer da oben nicht hinhängen, oder? Moment, wo ist er? Wo ist der Samuel? Da. Nein!
Sie hat's wirklich getan. Oh nö. Warum hast du das getan? Ja, ich meine, ja, sie ist zickig, aber das ist doch etwas zu übertrieben, oder nicht? Oh Mann, die Rache einer Frau kann so schlimm sein, ganz im Ernst. Deswegen verärgert niemals eine Frau. Moment. Also da ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr rückgängig machen kann, oder besser gesagt, da ich das sogar machen muss, warte ich mal, bis der Typ oben ist. Gut. Close, but no cigar. They have to be right under the bucket. Okay. Moment. Ja, manipulieren. Habe ich ihn jetzt manipuliert? Ah. Gut, also mir bleibt wohl echt nichts anderes übrig, außer was zu machen. So, alles auf dem Weg nach oben. Ah. Okay, Victoria? Oh, Samuel, sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Get the hell away from me, weirdo. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Wie gesagt, das ist doch etwas zu viel des Guten. Ja, ganz toll. Oh man, she looks so sad and lonely sitting there alone. Hey, Victoria. What do you want, Max? Also, wenn die schon so anfängt. Sie hätte es eigentlich verdient gehabt, sie zu verspotzen, ganz im Ernst. Vor allem, wenn ich sie tröste, wird sie dann noch zickiger werden, aber. Ja, ich und meine scheiß Einstellung von wegen Glaube an das Gute jedem Menschen. Ich bin damit schon so oft auf die Schnauze gefallen und das werde ich jetzt wieder. Ich treffe nur Fehlentscheidungen. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Ich bin sehr froh, dass meine an sich gute Einstellung hier belohnt wurde. Sie ist doch nicht immer bitchig. Es hakt wieder ein bisschen. Ich weiß nicht, warum das ist. Irgendwie läuft das Spiel nicht flüssig. Ich hoffe, das kann man mir verzeihen. Moment. Victoria is going to be pissed we took so long. Viel Spaß wünsche ich euch beiden. Room 217. No way in hell am I ever going in here. Wieso, wen gehört denn das Zimmer? Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. No boys allowed. As if. Juliet, extreme reporter.
Ich habe schon extrem Sportlagen gelesen. Steht da? Stop and Bigfoots. Dane is still a cheerleader at heart. Das ist gemein, Cheerleader-Spruch. Immer wieder so ein Vermisst-Schild. Bathroom. Schaut so, als ob da gerade jemand drin ist. Alarm from this century. Ein Alarm aus diesem Jahrhundert. They live. Sei kein Zombie. Es gibt einen Ort und eine Zeit für soziale Medien. Lass das Leben nicht an dir vorbeiziehen. Eine Nachricht der Cheerheads-Stiftung. Aha. Schön, dass ich hier gerade YouTube mache und man das hier sieht. Mhm. Also, ihr habt's gehört, ihr habt auch Besseres zu tun, als meine Videos zu gucken. Zeichnen? Will bang for Jesus. Achso. Ein Peace-Zeichen, ja. The universal symbol for please leave me alone, asshole. The universal symbol for please leave me alone, asshole. So, ist das mein Zimmer? Ah. Ich treffe die falsche Entscheidung. Nein. Nee, das ist mein Zimmer. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Aber hier machst du ein Peace-Zeichen drauf. Ich verstehe es nicht. Steht da, be the change you wish to see. Also sei der Wechsel, der du wünschst zu sein, oder so ähnlich. Oh, Victoria, give me a fucking break. Ich kann ins Zimmer reingucken. Oh, ich gucke ins Zimmer eines Mädels rein. Oh, ich bin ja selbst ein Mädel, also ist das erlaubt. Steht da 3 mal 14 Pi. Nee, Pi ist 3, was weiß ich wie viel. 3,14. Moment, was? Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. Warren und Brooke. Eine Gitarre, schön. Home sweet home, my favorite cocoon. Ich mag Gitarrenspiel. Ich kann es leider selber überhaupt nicht, aber ich mag es. I love that Mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Also Kokos? Ich bin nicht so davon von Kokos. Und Mama, herzlichen Glückwunsch, Maxine. Ah, Maxine, stimmt ja, den Namen gab es ja auch noch. Den höre ich so selten, dass ich mich nie daran erinnere. Okay, Maxine. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. Max, dein Direktor, hat mir eine E-Mail geschickt. Du hättest Märchen über einen... über einen Ehrenschüler Blackwells erzählt. Er meinte, das sei eine schwere falsche Anschuldigung. Er sorgt sich, dass du sowas erfindest. Ruf mich ASAP wahrscheinlich sofort an, damit wir darüber reden können, Mama. Mir war irgendwie klar, dass so eine Scheiße passiert. It's not exactly pretty in pink, but no shits are given. I like my wardrobe. Darauf muss ich erstmal Gitarre spielen. Auch wenn ich persönlich das gar nicht kann. Ja, gut zugegeben, ich habe es auch nie versucht. Das klingt schön.
Ich glaube, das würde unendlich so weitergehen. Es ist schön und ich würde es gerne länger hören, aber was wäre das dann für ein Let's Play, wenn ich die ganze Zeit hinter Gitarre spielen I'm würde? glad Kate let me borrow her copy of the October Country. I should have every Bradbury book for myself. Zettel DVDs. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. HDTV. Erstmal gießen. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Wenn du wüsstest, ich bin der schlechteste Pflanzenkümmerer, wie auch immer, überhaupt. Und das meine ich ernst. Ich bin da sauschlecht. Hallo, dreh dich um, Mädchen. Looks like Dana left me a little post-it note. Steht da, hey girl, about your drive, so I can watch some flicks while you're st Okay, hallo Mädchen, ich hab dein Drive. Ist das ein USB-Stick? Wahrscheinlich schon. Ich hab dein USB-Stick geborgt, dass ich mir ein paar Filme zum Studieren angucken kann, glaube ich. If you need it back, just track me down in my room. Also, wenn du ihn zurückhaben willst, besuch mich in meinem Zimmer. Oh, ist ja das hier, ja gut. Ja, ich habe mir da einen USB-Stick ausgeliehen, um beim Lernen was schauen zu können. Wenn du ihn brauchst, findest du ihn in meinem Zimmer. Ja gut. Fast genau so übersetzt. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Andererseits, ich glaube, wenn ich den Direktor angelogen hätte, hätte sich wahrscheinlich auch nichts geändert. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Ganz leise Musik. So cheesy, but it makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together. Wenn du wüsstest, wie gerne ich mich jetzt auch hin. So nice to just relax. Ja, das würde ich jetzt auch gern. So bizarre, and it feels like it has gone on forever. Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this. Or like Poe said, a dream within a dream. Das Problem an der Sache ist, ich würde mich jetzt gerne auf einer Couch entspannen, nur habe ich keine Couch mehr. Ich hatte früher mal eine, aber jetzt habe ich keine, weil mein Zimmer jetzt kleiner ist als früher. Weil früher hatte ich ein Zweiraumzimmer quasi. Schade, aber naja. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die schönste Max im ganzen Land? Maxine, oder wie sie jetzt nochmal hieß. Stickerleiste. Moment, ich muss nochmal gucken, wie ich sie jetzt. Was sind denn die? Moment. Irgendwas freigeschaltet, rote Augen. Maxine. Nicht Maxine. Maxine ist irgendein Playboy-Hefter, so. Ah. Schalt, einschalten. Ah. You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. Ich muss zu Dana, oder? Welcome to the real drama queens of Blackwell. Oh, Juliet, this is so stupid. Answer, you wuss. Oh nein, du bist auch eine Zicke. Warum bist du in der Zicken rumrennen? Is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. What did she do?
What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Verdammt. Ich werde garantiert falsch liegen. Juliet Patson. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Gut zu wissen. Danke, Mädel. Hey, Juliet. Ich schummel. Is everything cool? Oh, yes, Max. Juliet Watson. Sei lieb. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. How do you know? Victoria Chase. You know her. You could say that. But why would Dana go after your boyfriend? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext, and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything, but I bet Victoria did. I know the person. Leave me alone, Max. Get a clue. Answer, you wuss. Das Ding ist jetzt Zachary, oder? No need to go there now. Da habe ich wieder was falsch gemacht. Ich drehe nochmal zurück. Ich kann ja... Ich muss mal auf Nummer sicher gehen. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room. Okay. Sehr lieb. Juliet Watson. I'm flattered. Of course I... Thanks. So, jetzt machen wir mal das. Would Dana do that? According to Victoria, Dana would do anything to date... According to Victoria. She saw the sext. Okay, der Text ändert sich irgendwie nicht. Das heißt, diese... Textpassagen, die kann man immer ändern, wie man will, und da passiert nichts Großartiges. Nur bei diesen anderen, wo das Bild so verschwommen war, bei Direktor und so weiter, wahrscheinlich sind nur diese Ereignisse nicht mehr änderbar. Nehme ich zumindest jetzt an. I can help Dana. And check out Victoria's room to find out if she is the kind of person I hope she's not. Okay. Das heißt, ich muss zu Victoria. Welches Zimmer gehört denn Victoria? Bestimmt das Klo. Mhm. Juliet, extreme reporter. Mhm. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Pathetic. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich dieses Wort. Pathetic. Room 217? No way in hell am I ever going in here. Es gibt auch einige Stimmen, die ich sehr mag. Zum Beispiel die englische Synchronisation von Xemnas aus Kingdom Hearts zählt zu einer meiner Lieblingsstimmen. Dann die japanische Synchronisation von Kazuya Mishima aus Tekken zählt auch zu einer meiner Lieblingsstimmen. Ich müsste eigentlich Victorias Zimmer durchsuchen, aber welches Zimmer gehört Victoria? Also das hier jedenfalls nicht, aber... Hm.
Habe ich da schon mal versucht? Ja, so irgendwie. Kleidung! Dior, Givenchy? You could pay for my tuition with that wardrobe. Those boots are made for walking runways. Oh, ist das verwöhnt. That is a tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits Within. I don't care what anybody says. That's one of the best sci-fi films ever made. Was hat er gesagt? Final Fantasy, that oder? That is a tasty plasma. Maybe I could sneak... Final Fantasy. Tasty plasma. Oops. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits Within. I don't care what anybody says. That's one of the best sci-fi films. Gibt's den Film ever überhaupt? She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. I hate you, Victoria. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Ja, das nochmal. Osoma wollte auch einen 3D-Drucker haben oder so. Keine Ahnung. Da weiß ich nicht mal genau, was ein 3D-Drucker ist. Doch, er druckt 3D-Modelle aus, aber ich kann mir da trotzdem irgendwie nichts drunter vorstellen. Boutique Art Tech. Erschaffen Sie Ihre Zukunft. Springen Sie ins 22. Jahrhundert mit dem Tezuka 3D-Drucker. Kreieren und produzieren Sie Ihre Vision. Heute bestellen, auf morgen vorbereitet sein. Ach du Scheiße. $3.600. Scheiß teuer. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. So, es ist Schmuck. Ich trage keinen Schmuck. Yes, I get it. Enter the Vortex Club. Oder? No. Oder nicht mehr. Als Kind habe ich einen Ohrring getragen. Das war es aber schon. Und später manchmal eine Halskette. Die Halskette habe ich noch. Das ist so eine, eher so eine metallene Halskette mit so einer Kobra drauf. Ist eigentlich ganz stylisch, aber naja. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Boom. This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Also steht ja. Victoria Chase to Taylor Christensen. Taylor, es tut mir wahnsinnig leid, dir. Okay, es tut mir wahnsinnig leid, dir mitzuteilen, dass ich gerade Juliet und Dana verarscht habe. Ich muss Juliet bloß sagen, dass ich einen ekligen Sext? Nicht Text, was man von Dana auf Sex Handy gesehen hatte. Also Sext wahrscheinlich irgendeine Sext-Message oder so. Das ist ein modernes Abkürzel. So eine Jugendsprache, ich kenne mich mit Jugendsprache nicht so aus. Die blöde Kuh hat mir geglaubt, also rechne ich jeden Moment mit einem Amoklauf im Wohnzimmer. Das hat Juliet verdient dafür, dass die Schlampe mit Zech mir Zech weggenommen hat. Was Dana angeht, Winkelmatz, hol das Pokémon raus. Wieso überall Vermisstenpost? Gib hier die E-Mail. This better convince Juliet that Dana is innocent. So. Klären wir das noch mit den beiden Zerstrittenen und dann beenden wir den Part. Hallo, ich habe was für dich. Juliet, read this. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk.
sind gerade so eine Art gute Fee. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Was war das? Schwangerschaftstest? Eigentlich darf man das ja nicht, wobei ich bin eine Frau. Sollte ich den nehmen? Warum mache ich sowas? Was tue ich hier? That's mine. Thank you. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. Ja, das war dumm von mir. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. Ja. But I could rewind and make it up to her. Na klar, ist das eine doofe Klinikmitteilung. Nee, jetzt lasse ich es links liegen. Auf jeden Fall. Gut, ich werde hier einen kurzen Schnitt machen. Das war Life is Strange. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht.